Heiko, Glückwunsch. Endlich ist es soweit. Der goldene Pokal, der erste Platz in deiner Division, heute beim Rennen 2 in Lausitz. Sah ein bisschen hakelig aus, die ganze Geschichte. Du bist auch mal zurückgefallen, warst auf dem dritten, hast dir den ersten zurückgeholt. Wie war es für dich? Ja, aber mega anstrengend. Das Wetter war natürlich abartig heiß in den Autos. Ich habe in der zweiten Runde eigentlich gar keinen richtigen Fehler gemacht. Ich war einen Meter neben der Linie, was nicht schlimm normal ist. Und da war von vorherigen Rennen noch irgendwie, keine Ahnung, so viel Ölbindemittel, das auf der ganzen Strecke verteilt war. Okay. Und dann wusste ich schon quasi 10 Meter vorher, was gleich passiert. Und dann bin ich beidseitig ins Kiesbett rein. Und dann habe ich ja richtig viel Zeit verloren. Und dann habe ich halt nach und nach den Kai wieder überholt. Und dann habe ich schon gemerkt, dass ich einen Tick schneller bin wie Milenko. Und dass es dann am Ende doch gereicht hat, war die Dinger geil. Super. Dann hat sich die ganze Arbeit am Wochenende gelohnt. Die ganze Arbeit an den Tagen vorher, die ganze Enttäuschung ist verflogen. Du hast endlich deinen goldenen Pokal geholt und greifst jetzt nochmal richtig an auf den ersten Platz. Klar, wir haben jetzt aufgeholt auf Frederik und jetzt nehmen wir den Sprung mit, weil in Salzburg richtig anreichen. Super. Dann wünsche ich dir jetzt noch viel Erfolg dahin. Lass dir erstmal gut gehen und genieß die Freizeit. Bis dann. Ciao. Tschüss.